Leute, entschneidert für diese Saison. So, moin moin. Dennis von der Forelle Barsch & Co. hier. Der Saisonstart. Neuer Verein, neues Vereinsgewässer. Mega cool hier. Strukturreicher See. Die Zander sind noch geschont. Deswegen habe ich mir ein Gewässer ausgesucht, wo Hecht und Barsch vorkommen. Kann ich die Zander noch ein bisschen in Ruhe lassen. Ja, mal gucken. Zu dem Gewässer an sich. Sehr, sehr klar. Das heißt, die Fische, habe ich mir sagen lassen, sind sehr, sehr vorsichtig, aber auch strukturreich. Das heißt, ich habe mir hier ein paar Strukturen rausgesucht, ein paar flachere Zonen. Ja, werden überwiegend große Gummis auf Hecht im natürlichen Dekor werfen. Ich versuche jetzt hier die Kamera so ein bisschen aufzubauen, dass ihr ein bisschen was seht. Die GoPro habe ich dabei. Ja, und dann hoffe ich, dass wir heute wenigstens einen Fisch ans Band bekommen. Ja. Und ich die Saison einläuten kann. So Leute, die Spots, die ich mir ausgesucht habe, sind nicht ganz unbeliebt, können nicht die falschen gewesen sein. Also ich bin hier mittlerweile mit 6 Booten auf dem Wasser. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen rumfahren, schleppen und mal ein paar andere Spots anfahren, die vielleicht nicht so beliebt sind, vielleicht überhaupt nicht gehen. Aber ich habe keine Lust, mich hier auf einem riesigen See mit einzureihen bei den Booten. Und jetzt gucke ich einfach mal. Einfach den See erkunden. Mittlerweile ist es ein bisschen kalt geworden. Also der Wind hat es doch noch in sich. Mal gucken, der See ist groß genug. Irgendeinen Fisch werde ich noch finden. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen die tieferen Regionen. Habe mich immer mit dem Driftsack rübertreiben lassen. Mit schwereren und größeren Gummis abgeworfen. In den flacheren Regionen wollte ich dann ein bisschen leichteren Gummis, vielleicht auch mal einen Jerk. Mal gucken, ein Chatterbait, ein klein. Irgendwie sowas befischen. So, in dem Bereich, den ihr hinter mir seht, da wird jetzt noch mal zum Ende hin ein bisschen flacher. Wenn ich die Karte noch richtig erinnere, ist es hier, glaube ich, ein bisschen tiefer. Das heißt, ich werde jetzt hier im Tiefen gleich den Driftsack rausholen und mich dann langsam ins Flache treiben lassen. Ja, und dann mal gucken. Ich bin aber guter Dinge. So, Driftsack raus. So, mal gucken. Und wenn ich das richtig gesehen habe, die anderen Boote haben auch noch nichts. Die sind hier auch wild am Rudern, Spot wechseln. Jo. Na? Kann sein, dass ich da einen kleinen Anfasser hatte. Oder es war nur Kraut. Da Leute, da habe ich ihn. Kleiner Hecht ist für eingestiegen. Oh, jetzt habe ich hier noch den Driftsack. Natürlich auch ganz hinten. Okay. Also manchmal muss man auch Glück haben. Ausgeschlitzt von meiner Landeari und direkt reingeflogen. In Kescher noch. Oh Gott, Leute. Ja, Leute, entschneidert für diese Saison. Ne? Wir werden sehen, was noch kommt. Der darf schnell zurück. So, Pickshed hat geliefert. Weiter geht's. Gucken, ob hier noch einer steht. Oh,
nochmal die Haken richten. Und ganz wichtig, wenn ihr mit Fluo angelt, auch mit Stahl, einmal das Vorfach kontrollieren. Aber das sieht noch gut aus. Oh, jetzt Leute, jetzt ist mir ein besserer eingestiegen. Ah, auch wieder ein Hecht. Ah, die sind bissig. Eingenetzt ist er schon mal. Oh, Leute, was ist hier los? Ah, geil. Ah. So Leute, das Blut ist von mir. Schöner Hecht. Leute, alles hängt wieder auf halb acht. Team Chaos ist hier unterwegs. Ah, schnell rein. Ja. Schöner 80er Hecht, zwei Hechte innerhalb von 10 Minuten hier, mehr geht nicht. Neues Gewässer. Ah, guckt euch das Chaos an hier. So, der hing gut im Maul. Also, ja, da komme ich nicht drum rum, einmal das Vorfach auszuwechseln. Oh, Leute. Geil. Sorry für das ganze Chaos, allein ist das immer ein bisschen schwierig, aber wichtig ist, dass ich den Hecht schnell versorgt habe. Ich bastel jetzt mal kurz ein neues Vorfach ran und dann mache ich danach wieder die Kamera an. So, neue Stelle, neues Glück. Ich bleib meiner tiefen Linie treu. Ah, oh, Leute, da ist er. Kurzen Spin-Stop gemacht. Oha. Der ist gut drauf. Der Pigshed liefert einfach. Und rein mit dir. Leute, da ist er. Der dritte. Und der nächste. Hecht Nummer 3. Wieder auf den Pigshed. Leute, die haben richtig Bock. So, Vorfach kontrollieren. Die Drillinge richten. Vorfach ist 1A. Weiter geht's. Okay, Leute. Folgender Plan. Es gibt noch eine andere Kante hier. Ich habe jetzt drei schöne Hechte gefangen. Ich werde jetzt nochmal zu der Kante fahren. Die fällt auch von 2 Meter ab. 8 Meter. Ich würde gerne noch einen Barsch fangen, vielleicht stehen die da an der Kante. Ich werde ja, jetzt erstmal zu der Kante fahren, kurz gucken, den Pigshed nochmal durchjagen, vielleicht steht da noch der ein oder andere Hecht und dann werde ich nochmal versuchen, irgendwie einen Barsch zu bekommen. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Einer Kante gefahren, wo ich hoffe, dass ich noch einen Barsch bekomme. Ich bin sehr zufrieden bis jetzt. So, Hecke habe ich genügend, man will doch nicht übertreiben. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen feiner. Ja, hier ist eine Kante, hier will ich runter jiggen. Das heißt, ich werde einmal einen Jigspinner probieren. Den Grüfhoff. 10 cm. Ganz gute Größe und die Chatterbait ein klein mit so einem Krebsimitat dran. Ja, und das werde ich jetzt noch mal die letzte Stunde fischen und mal gucken, was geht. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen mitgucken. Die Akkus gehen langsam zur Neige, aber ich werde das mal angeln.
alles schnell. Ich glaube, die Affen sind alle. Mega cooler Tag, neues Gewässer, neuer Verein. Drei Fische gleich gefangen, allesamt auf dem Kickchat. Mein persönlicher Saisonstart. Mussten wir nachholen, wir waren alle ein bisschen verhindert über den 1. Mai. Was schade ist, Matze und Jasmin sind nicht dabei gewesen, aber ich habe das Gewässer erstmal erkundet. Für die mit, die sind beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo da. Folgt uns gerne und wir sehen uns im nächsten Video einfach. Ich muss mich ein bisschen beeilen, die Akkus sind leer. Ja, Kickstart an die Macht, würde ich sagen.